willst du denn hin, miese Katze? Tu mal so, als wären wir gerade hier angekommen. War das die richtige Wahl? Ich weiß es nicht. Zwei heilige Grundsätze gibt es in meinem Leben. Na toll, so schnell komme ich jetzt nicht. Der erste ist... Och nö. Die Liebe, die ich für meine Familie empfinde. Der zweite... Niemals die Zukunft dem Schicksal überlassen. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Ja. Und ich würde sogar noch einen dritten Grundsatz hinzufügen, oder noch besser, eine Regel. Sollte irgendetwas oder irgendjemand einen dieser beiden Grundsätze in Frage stellen, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Das ist doch wohl nicht wahr. Okay. Da lief so einiges falsch jetzt. Zwei heilige Grundsätze gibt es in meinem Leben. Der erste ist, die Liebe, die ich für meine Familie empfinde. Der zweite, niemals die Zukunft dem Schicksal überlassen. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Und ich würde sogar noch einen dritten Grundsatz hinzufügen, oder noch besser, eine Regel. Sollte irgendetwas oder irgendjemand einen dieser beiden Grundsätze, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Das erste Mal, als ich jemanden habe umlegen lassen, wobei ich ihn eigentlich nur verpfiffen habe. Nun, der Kerl ist im Hudson River gelandet, direkt bei Pier 27. Der muss mittlerweile nasser als ein Fisch sein. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Was einem so in den Sinn kommt, wenn man glaubt, man muss gleich sterben. Plötzlich konnte ich an nichts anderes mehr denken als daran, wie gern ich doch einen Fisch als Haustier gehabt hätte. Wie auch immer. Ich war 14 Jahre alt. Ich träume heute von ihm, von seiner Witwe und seinem Sohn. Spätestens da stand für mich fest, dass ich mir einen Fisch kaufen würde. Doch zuerst... So war das nun mal. Nie wieder. Heutzutage bereue ich nie etwas, ob ich nun selbst abdrücke oder nicht. Ich weiß nicht, es scheint mir sogar irgendwie Spaß zu machen. Oh, Scheiße. Wir müssen reinzoomen. Der Typ zögert nie beim Abdrücken. Selbst wenn ich nicht gesehen hätte, was er Jimmy angetan hat, hätte ich doch gewusst, dass er nicht blufft. Falls irgendjemand noch Zweifel daran haben könnte, wer hier der Boss ist, lege ich meine dreckigen Schuhe auf diesen Luxustisch, um zu beweisen, dass das alles mir gehört. Komm. Wenn ein Mafia-Boss seine Liebe für seine Familie kundtut, dann kann das nur bedeuten, dass er a. nicht zögern würde, deine eigene Familie zu zerstören und b. dass er seine Frau betrügt. So, was haben wir noch? Seine Pupillen sind geweitet und ein kleines Lächeln umspielt seinen Mund. Dieser Wichser genießt das. Ich wusste, dass ich es schaffen konnte, lebendig dort wieder herauszukommen. Oh, verdammt. Moment, er geht immer auf Nummer sicher. Er hat 5000 auf Yale gewettet. Okay. Achso, nee, das war falsch. Scheiße. Auch falsch. Was haben wir denn dafür noch?
Oh, jetzt noch eins. Oh, verdammt. Nein, das konnte doch auch nicht. Was ist denn das vierte, was dazu gehört? Also, geht immer auf Nummer sicher. Was war denn das dritte? Schon wieder vergessen. Natürlich nicht. So, das... Ne, Moment. Das war jetzt... Das gehörte dazu, oder? Richtig. Mann, eh. Was ist das dazu? Sollten vielleicht erstmal gucken, ob noch ein anderes dazu passt. Überfragt hier. Moment, kann ich daraus was machen aus diesem Foto? Yeah. Nein, O'Learys Frau hat eine Affäre mit Colbert. Soll ich das O'Leary auf einem Silbertablett servieren oder Colbert drohen, damit er mich aus dieser Scheiße herausholt? Und tja, das war's, glaube ich. Wissen Sie was, Black Zed? So weit bin ich noch nie gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Sie gehen mit Stil von der Bühne. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, weil ich Sie respektiere. Auch das, was Sie sagen. Colbert schickt mich. Was? Ich? Niemals. Du hast was getan? Colbert? Wann? Also, Ja, weißt du noch, als ich dich angerufen habe? Erinnerst du dich nicht mehr an diesen frechen Besoffenen? Nein. Der hat damit angegeben, dass der die Alte von einem anderen Typen nagelt. Hä? Ja, seltsame Zeiten, was? Ja, und du hast mir dazu gratuliert, dass ich Yale gefunden und dir das Leben gerettet habe. Mehrmals. Dann hast du mir versichert, dass O'Leary sich bei mir bedanken würde. Also, ich habe das zwar nicht so ausgedrückt, aber ja. Und dann hast du mir gesagt, ich soll herkommen und den Boss doch selbst fragen. Ja, ich finde, du hast dir das verdient, oder Desmond? Oh, Black Sad. Black Sad, Black Sad.
Danke sehr. Und es tut mir leid, dass ich voreilige Schlüsse gezogen habe. Zuerst werden Sie einfach so von Wilson verprügelt. Und jetzt sind wir hier. Als Sie uns anvertraut haben, was Sie in Yales Apartment entdeckt hatten, tja, da wollte ich Ihnen irgendwie schon glauben. Aber natürlich ist Ihnen klar, dass man auf dieser Welt niemandem trauen kann. Nehmen Sie, ist nur fair. Ich möchte eine Wette platzieren. Ich möchte alles auf den Kampf wetten. Oh, na dann sind Sie ja doch ein Zocker. Wir lauschen, wenn man es denn lauschen nennen möchte, der sentimentalen Romanze. Was? Das Wort, nach dem Sie suchen, ist fühlen. Kommt auf dasselbe raus. Wie auch immer. Nur zu, machen Sie Ihre Wette. Ja, komm, Stone gewinnt. Ich setze alles auf Stone. Oh, Black Sad. Ist das nicht eine eher seltsame Zeit für einen Besuch? Ihre Nachricht war wichtig, aber doch nicht so dringend. Die hätte auch bis morgen warten können. Meinen Sie nicht? Sehen Sie mich nicht an, das war Colberts Idee. Puh. Sind wir ja doch noch rausgekommen. Das fand ich aber schon sehr kribbelig. Ich wünschte, ich würde gerade an einem Noir-Roman schreiben. Dann könnte ich den Erzähler ein paar pointierte, ironische Anmerkungen anbringen lassen, um zusammenzufassen, was ich gerade durchlebt habe. Die düsteren Gassen von New York erinnerten mich an den Zustand meiner Seele. Nein. Der Herbst hing über mir wie... Der Herbst traf mich mit der ganzen Macht meiner längst verlorenen Jugend. Nein, das ist es nicht. Der Herbst kam mit der ganzen Wucht des schlechten Gewissens über mich. Oh, noch schlimmer. Was kann ich sehen? Das. Oder? Zwei Schläger haben versucht, mir Angst zu machen. Der Herbst kündete vom eisigen Hauch des nahenden Todes. Medioker, aber immerhin wahrheitsgemäß. Okay, wir können wieder etwas schlussfolgern. Das werden wir dann aber wohl erst beim nächsten Mal machen. Oder auch nicht. Wir gucken mal. Jetzt gibt's die erste. Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten erwachte ich am nächsten Morgen klaren Blicks und guter Dinge. Und ich hatte den unbekannten Angreifern zu danken. Die Prügel hatte ihren Tribut gefordert. Doch zum ersten Mal seit Monaten hatte ich wie ein Baby geschlafen. Bitte, Helen, Konzentration. Na gut, 5 Minuten. Gleich geht's mit der weithändigen Rückhand weiter. Also, Mr. Blackmore, was kann ich für das FBI tun? Blackmore? Stand das jetzt auf meinem Ausweis? Mhm.
Mit den Behörden kooperieren, natürlich. Arbeiten Sie mit den Behörden zusammen. Sie brauchen bloß zu reden. Ich lasse gerne meine Taten für sich sprechen. Aber Sie dürfen trotzdem weniger um den heißen Brei herumreden. Ich wollte eigentlich die Folge beenden, aber jetzt müssen wir noch ein bisschen. Wir vielleicht unter vier Augen reden? Alec! Komme! Sie haben 4 Minuten, Mr. Blackmore. Also, machen Sie das Beste draus. Man sagt, Sie hätten zurzeit ein Verhältnis mit Al Stone, dem Boxprofi. Stimmt das? Wow, das FBI weiß wirklich, was es tut. Wen von den 100 Millionen Amerikanern, die davon wissen, haben Sie denn erpresst, um an so streng vertrauliche Informationen zu kommen? Reden Sie doch nicht um den heißen Brei herum. Wir wissen, warum Sie mit dem zusammen sind. Ach, dann stehen Sie also auch auf seinen Bizeps. Desmond O'Leary hat Sie beauftragt, Stone zu verführen. Warum? Was? Nein. Ich habe Al zufällig getroffen, bei einer Party. Einer Party von Desmond O'Leary. Nein, das kann nicht sein. So gerissen kann doch niemand sein, selbst er nicht. Verdammt, ich hasse diesen Mistkerl. Okay. Dann reden wir mal über O'Leary. Wir wissen von Ihnen und Desmond O'Leary. Wow, Ihr Scharfsinn verblüfft mich immer wieder. Ach, verstehe. Beim FBI werden die Sandwiches in Klatschblätter eingewickelt. Die Sache ist... Also... Wissen Sie, ich würde gern diesen Teil meiner Vergangenheit ungeschehen machen, aber... Egal. Bereuen Sie etwas? Werbung bringt mehr Geld als Trophäen. Ist das zu glauben? Mit einer so zwielichtigen Gestalt in Verbindung gebracht zu werden, kann meinem Ruf nur schaden. Glauben Sie mir... Man sollte sich niemals mit einem verheirateten Mann einlassen. Schmugglergut? Nehmen wir mal das. Uns ist bekannt, dass in Ihrem ersten Jahr als Profi bei mindestens 6 Partien im Vorfeld Absprachen getroffen wurden. Und? Sie haben alle davon gewonnen. Wollen Sie mich beleidigen? Auf dem Platz gebe ich alles. Es ist nicht meine Schuld, wenn meine Gegnerinnen das anders sehen. Sie können die gerne vernehmen. Wie auch immer. Jetzt weiß ich, warum Sie O'Leary erwähnt haben. Was haben Sie wirklich gegen ihn in der Hand? Und sagen Sie jetzt nicht illegales Glücksspiel. Bedauere, das sind vertrauliche Informationen. Ich meine das ernst, Miss Moore. Manchmal geht das ein bisschen sehr schnell. Amerika kann es sich nicht leisten, dass jemand seine Grundfesten so erschüttert. Und Amerikas Liebling kann sich das auch nicht leisten. Helfen Sie uns. Reden Sie mit uns. Und warum sollte ich, Mr. Blackmore? Was habe ich zu gewinnen? Oder zu verlieren? Das FBI revanchiert sich für jeden Gefallen. Ach ja? Wird das FBI dann meine Partien manipulieren? Mhm. Warum? Eigentlich ist es ganz einfach. Kann die sich glücklich schätzen? Ist doch immer noch dasselbe, oder? Ah. Haben Sie Feuer, Sir? Die perlweißen Zähne von jemandem, der kaum raucht. Mache ich sie nervös? Mist. Fast kein Benzin mehr. Soll ich Ihnen meinen Trick verraten? Erst nach unten, dann nach oben,
dann wieder nach unten. Nö. Keine Angst, ich ziehe hier keine Rückschlüsse auf Ihre Männlichkeit. Meinen Sie, ich kann heute noch rauchen? Mal gucken. Und keine Angst, ich ziehe hier keine Rückschlüsse auf Ihre Männlichkeit. Keine Angst, ich ziehe hier keine Rückschlüsse auf Ihre Männlichkeit. Okay, es war wieder der falsche Hebel errichten. Danke. Steht ja auch nur ein R drin. Dann nimmt man natürlich den linken Hebel, ist ja klar. Ich weiß nicht, was Sie von mir hören wollen. Sie versuchen, O'Leary etwas anzuhängen, vielleicht aus gutem Grund. Aber bei mir sind Sie an der falschen Adresse. Glauben Sie mir, wenn ich auch nur die leiseste... So, Helen, es ist Zeit fürs Rückhandtraining. Avanti! Rauchen Sie? War mir ein Vergnügen, Mr. Blackmore. Hast du mein Wasser mitgebracht? So, dann sind wir wieder bei einer weiteren Schlussfolgerung. Mindestens einer. Amerikas Nummer 1 Schnuckel hat dir ihre Zigarette gegeben. Du liebe Güte, die steht auf dich. Ich kann nicht glauben, dass du den guten alten Weekly losgeschickt hast, um diesem blöden Walross nachzuspionieren, während du ein Tête-à-Tête mit Helen Moore höchstpersönlich hattest. Ja, also, was meinst du? Wir beide, wir tauschen nächstes Mal die Plätze, ja? Du bist dran. Was hast du herausgefunden? Ja, das wird dir gefallen. Bist du soweit? Ich habe Neuigkeiten, aber auch einen unglaublichen... Blackshead? Danke. Vielen, vielen Dank, Mr. Blackshead. Hä? Ach, Mrs. Colbert. Mein Mann hat mich heute früh mit Rosen und Frühstück im Bett aufgeweckt. Er hat gesagt, dass er sich letzte Nacht furchtbar erschreckt habe. Was Genaueres wollte er aber nicht sagen und seitdem hat er nur noch an mich gedacht. Er will mit mir zu den Niagara-Fällen und zweite Flitterwochen feiern. Das ist schön, aber ich weiß nicht, warum Sie sich bei mir bedanken. Soll das ein Witz sein? Wissen Sie noch, ich habe an ihm gezweifelt, doch Sie haben dafür gesorgt, dass ich die Sache noch einmal überdenke. Hätte er mich zu den Niagara-Fällen eingeladen, als ich ihm immer noch misstraute, hätte ich das bloß für eine Täuschung gehalten. Oder noch schlimmer, für den Versuch, sein Gewissen reinzuwaschen. Ja, macht das Beste draus. Nun, ich habe ja nur meine Arbeit getan, so ehrlich wie möglich. Genießen Sie Ihre Ehe. Ich hoffe, Sie und Ihr Mann sind glücklich. Tja, mehr wollte ich gar nicht sagen. Schicken Sie mir die Rechnung, wenn Sie Zeit haben. Sie sind ein guter Mann, Mr. Blackshead. Ja. Ja, aber was war das denn gerade? Hast du mir vielleicht nicht alles erzählt? Mag sein, aber jetzt bist du an der Reihe. Erzähl mir mal von Cassidy. Komm schon, spuck's aus. Ich habe nichts gefunden, was zwangsläufig darauf hindeutet, dass Cassidy etwas mit dem Mord an Dunn zu tun hat, aber... Na, wenn das keine Story ist... Aber ich weiß, dass Cassidy heute Abend Poker mit einem gewissen Howard M. Farnham dem Zweiten spielen wird. Einem texanischen Tycoon, der auch beim Boxen mitmischen will. Ja. Ich weiß auch, dass sich Cassidy und er noch nie persönlich getroffen haben. Und dass Farnham, der im Belfort Hotel abgestiegen ist, sein Zimmer nicht verlassen hat. Offenbar hat er die Nacht dort mit 3 Flaschen Bourbon verbracht. Also, nun zu meinem unglaublichen Plan. Ich schleuse mich ins Hotel, schlage ihn K.O. und übernehme dann, unauffällig, aber hochprofessionell, seinen Platz beim Poker. So müsste ich Cassidy zum Reden bringen. Na, was meinst du? Unglaublich, oder? Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass du dich nächstes Mal um Helen Moore kümmerst, während ich Cassidy übernehme? Nein. Thank you.
So, machen wir jetzt hier einen auf Vertreter oder... Ich habe diesen Staubsauger für Sie mitgebracht. Auch gut gegen Elchhaare. Ah ne, es gibt Alkohol. Schönen guten Tag, Mr. Farnham. Was liegt an? Darf ich mich vorstellen? Zimmerservice. Zimmerservice. Ich habe die Flaschen, die Sie bestellt hatten. Ich hab nichts zu schlucken bestellt und du hast ja gar nicht den Fummel von dem Hotel hier an. Zieh Leine, Suffkopf. Das war doof. Ja, ja. Schönen guten Tag, Mr. Farnham. Was liegt an? Darf ich mich vorstellen? Täglich grüßt das Murmeltier. Dann arbeite ich für Frank Cassidy, weil das andere würde ja auch bedeuten, dass ich nach Hotel aussehen muss. John Blackmore. Ich arbeite für Frank Cassidy. Er hat mich gebeten, Ihnen diese beiden Flaschen zu bringen, damit Sie entscheiden können, welche Sie für Ihre Partie bevorzugen würden. Ah, sicher. Ich wollte gerade gehen, aber schätze mal, die Sachen zum Angucken werden wohl eh nicht abhauen. Na, dann rein, Spaziertmeister. In Farnhams Zimmer reinzukommen war leicht. Sein Vertrauen zu gewinnen, etwas ganz anderes. Doch ich habe ja immer noch ein Ass im Ärmel. Blackmore, alles klar, Partner? Das Vertrauen einer Person gewinnt man am besten, indem man sie glauben macht, dass man ihr selbst vertraut. Und manchmal sieht man sich dabei am besten mit der Wahrheit aus der Affäre. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay, die Wahrheit. Er hat ja mal eine Geschichte erzählt vom Krieg. Die anderen Sachen finde ich jetzt nicht so... Also seit dem Krieg bin ich einfach nicht mehr der gleiche. Ich glaube, das wäre, sich ihm anzuvertrauen. Genau. Seit ich aus dem Krieg zurück bin, bin ich einfach nicht mehr der gleiche. Tut mir leid, das zu hören, mein Sohn. Du hättest einen dafür bezahlen sollen, dass er an deiner Stelle geht. So wie ich. Die arme Sau hatte nicht mal einen Eimer zum Reinscheißen, also war der Deal nur fair. Bis er dann los ist und abgeknallt wurde. Aber weißt du was? Zumindest hat er sich seinen Platz im Himmel redlich verdient. Möge unser gütiger Herr seiner Seele gnädig sein. Und unseren auch, wo wir schon mal dabei sind. Prost! Einer der Tricks dieser Branche ist, sich der Vorurteile bewusst zu sein, die wir alle hegen. Wir vernebeln unser Urteilsvermögen und verstellen uns den Blick auf die Person, die wir vor uns haben. Wir sehen sie durch die Brille unserer Vorstellungen davon, wie genau sie unserer Meinung nach sein sollte. Doch ab und zu trifft man auf jemanden, dem es so sehr an Persönlichkeit fehlt, dass er nur noch als Stereotyp durchgehen kann. Farnham war nicht nur für sich genommen eine Schande, sondern auch für Texas und die Schöpfung insgesamt. Allein die Vorstellung, dass ich in seine Rolle schlüpfen sollte. Wie gern wäre ich wie du. Du scheinst mir so zufrieden zu sein, frei von jeder Last. Hör sofort auf, Partner. Glaubst du etwa, dieser alte Köter hier hat keine Zecken? Ich will dir mal was über meine erste Frau erzählen. Als ich mir Farnhams Vertrauen erst einmal erschlichen hatte, blieb mir noch herauszufinden, was ich wissen musste, um mich in ihn zu verwandeln und dabei am Leben zu bleiben. Der hat schon eine gute Frisur.